Das Besondere an dem Projekt ist, dass es ein internationales Netzwerk von unterschiedlichen Universitäten war, die praktisch das Setting für dieses Projekt aufgebaut haben. Das heißt, 2016 nach dem Erdbeben in Ecuador, das war so ein bisschen der Anfangs- oder der Schlüsselmoment für diese Initiative, kamen viele Universitäten zusammen, um Nothilfe zu leisten, also um den Leuten dort in dem Dorf wirklich nach diesem Trauma, nach diesem Desaster möglichst schnell wieder auf die Beine zu helfen. Der Initiator dafür war eigentlich die Portland State University mit Sergio Panneroni, die erste Bauphase auch dort gemacht haben. Die haben mich am Anfang gefragt, ob wir Interesse daran hätten, mit ihnen zusammen dieses Projekt zu machen. Und wir sind dann, während sie anfingen zu planen, mit eingestiegen und haben dann die zweite Planungs- und Bauphase für das Projekt gemacht. Die Situation vor Ort, als wir am ersten Tag ankamen, obwohl wir viele Bilder schon und Videos gesehen hatten davor, war ziemlich beeindruckend. Zum einen haben wir einen ziemlich herzlichen Empfang bekommen von dem Bauherrn und der Gruppe, die bei Option Masse mit teilgenommen haben. Die haben uns, einige haben uns was vorgesungen oder vorgetanzt und wir haben eben viel positive Energie bekommen und viel Vertrauen. Auf der Baustelle haben uns einige Locals unterstützt, phasenweise mehr, phasenweise weniger. Speziell muss ich dann an Mario denken, der uns sehr tatkräftig unterstützt hat am Ende, der auch immer sehr motiviert bei der Arbeit war. Und es war auf jeden Fall sehr witzig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja. Auch wenn er manchmal ein bisschen übermotiviert war. Wir sind sehr früh aufgestanden, jeden Tag um 7 Uhr sind wir schon losgefahren, circa eine Dreiviertelstunde zu unserem Bauplatz, haben dann dort gearbeitet. Es gab davor immer im Bus eine Besprechung mit dem Bauleiter über die Aufgaben, die am Tag erledigt werden müssen, was alles anfällt. Dann wurde um 12, halb 1 gemeinsam Mittag gegessen bei einem Sportplatz. Und dann ging es danach auch wieder weiter bis 6, 7 Uhr abends. Und danach gab es auch noch eine kleine Nachbesprechung wieder im Bus. Und dann kamen wir alle meist sehr fertig um 8 Uhr abends wieder daheim an.
stehen wir hier zum zweiten Feste und bewundern den Baum die neuen Äste. Nun jubeln wir, das Dach steht fertig da, an jener Stelle, wo einst nur Erde war. Die Mauern und die Balken gebaut von fleißigen Händen, die werden alles halten und Unheil stets abwenden. Ho! Ho! Nun ist das Glas wohl ausgeleert und weiter für mich nichts mehr wert. Drum werfe ich es zu Boden nieder und hoff, wir kämmern alle wieder. Der Moment, als wir dann ganz zum Abschluss in der letzten Woche eine Abschlussfeier gemacht haben und das ganze Dorf eingeladen hatten und der deutsche Botschafter aus Ecuador dort war und die Leute das fertige Kulturzentrum das erste Mal gesehen haben und uns alle so dankbar waren und so positives Feedback gegeben haben und man ihnen angesehen hat, dass sie echt glücklich waren, dass sie endlich einen Ort haben, wo sie dort ankommen können und wo sie sein können, auch zusammen in einer größeren Gruppe sein können. Von wo aus jetzt was entstehen kann, das war eigentlich mein größter Moment. En sí no teníamos un lugar fijo donde trabajar con los chicos. Entonces, al verlos prácticamente ambulantes, lo llamaríamos así, los padres de familia no nos tenían mucha confianza, pero ahora ellos confían tanto en nosotros que los chicos o los niños vienen todo el día a pasar con nosotros y ellos están confiados de que los niños están aquí y los vamos a tratar bien.